Michael, das ist das Debüt für diving.de hier auf der Interboot in Friedrichshafen. Wie kamst du zu diesem Debüt? Ich war letztes Jahr persönlich mal hier so Indianer Trendscout-mäßig unterwegs und habe mir das angeguckt, habe mich mit den Kollegen unterhalten und die waren alle sehr zufrieden und dann haben wir gesagt, das probieren wir aus und sind eigentlich auch sehr zufrieden, was man jetzt so sagen kann nach dem ersten Tag. Was habt ihr Neues? Was haben wir Neues? Eigentlich wahnsinnig viel für eine relativ kleine Messe sogar, sehr viel. Zum einen haben wir ja im Auf Bali jetzt zum 1. September eine neue Tauchbasis aufgemacht. Wunderschönes Fleckchen, ganz edel. Und jetzt ganz neu haben wir auch eine neue Tauchbasis in Ägypten aufgemacht, in Abu Dhabab, in der Bucht von Abu Dhabab. Kennt ja fast jeder Taucher, der in der Region da oben schon mal unterwegs war. Dankeschön. Bitte. Holger, ihr seid jetzt zum zweiten Mal hier auf der Interdive. Was unterscheidet die Interdive so von der Boot? Die Interdive ist kleiner, also für mein Verständnis ist sie kleiner und sie deckt den süddeutschen Raum ab. Süddeutsch heißt auch das Deutsch sprechen in Österreich und die Schweizer. Und ich denke, dass es wird sich etablieren, diese Messe hier, denke ich. Davon gehe ich jetzt mal aus. Also die Erfahrungen letztes Jahr waren ja schon ganz gut. Die Erfahrungen im letzten Jahr waren positiv, durchaus kann man sagen. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber es war positiv. Wie sieht es aus, mit was seid ihr hier auf der Messe? Gibt es spezielle Angebote, gibt es Neuheiten? Habt ihr neue Tauchbasen aufgemacht? Ja, es gibt schon Neuheiten, aber die darf ich noch nicht drüber reden. Es wird was Neues geben, ja. Ansonsten haben wir unsere üblichen Messeangebote, diese 20% auf Pakete und Ähnliches, die wir auch genauso auf der Boot verteilen. Vom Messeangebot sind wir genau das gleiche wie auf der Boot. Also wird das jetzt so ein zweiter Messeschwerpunkt für euch in den nächsten Jahren? Ich denke ja. Also ich gehe mal davon aus.